Unsere nächste Station für den Heavy Equipment 2010-Kalender war England. Im Land der Royals und alten Schlösser hatten wir allerdings nur ein Ziel, den Steinkohlebergbau im Nordosten Englands, genauer in Newcastle. Das Unternehmen Banks Mining betreibt hier mehrere Kohlegruben im Tagebau. Bei Banks sprachen wir mit Site-Engineer John Harris über den Tagebau und die eingesetzten Maschinen. Wir bewegen pro Woche rund 250.000 Kubik an Abraum und produzieren pro Woche rund 15.000 Tonnen Kohle. Im gesamten Tagebau sollen hier während der Betriebsdauer von rund 8 Jahren etwa 3,5 Millionen Tonnen Kohle abgebaut werden. Um den Abraum wegzuschaffen, setzen wir zurzeit einen O&K RH200-Bagger ein. Unterstützt wird er von 2 RH120E und einem RH120C. Diese werden noch von 3 Caterpillar-Baggern unterstützt, ein 385er und 2 365er. Getreu dem Motto, groß, größer, am größten, darf es in Sachen Hydraulikbagger hier ruhig ein bisschen mehr sein. Der O&K RH200 gehört zu den größten in Europa. Für uns das ideale Fotomodell für den Monat März. Mit seinen 525 Tonnen wiegt der XXL-Gigant so viel wie 8 Exemplare einer Boeing 737. Wie es ist, jeden Tag mit dem Koloss zu arbeiten, könnte niemand besser beschreiben als Mark Guy. Als Herr über die 2.500 PS ist er der Mann, der mit dem RH200 jeden Tag Berge versetzt. Ich habe mit kleineren Baggern angefangen und mich schrittweise zu den großen hochgearbeitet. Insgesamt bewege ich diese Maschine nun seit rund 7 Jahren. Mein Job hier ist es, den Abraum abzubaggern, damit die Kohle darunter abgebaut werden kann. Also den ganzen schweren Fels und das Erdreich, damit die kleineren Maschinen hier an die Kohle kommen. Marks Arbeitsplatz befindet sich in 8 Metern Höhe. Die Startprozedur der beiden Motoren ähnelt fast einem Pre-Flight-Check beim Flugzeug. Von Downsizing kann bei den beiden Cummins-Motoren übrigens keine Rede sein. Jeder Motor schöpft seine Kraft aus satten 38 Litern Hubraum. Es ist die Kraft und alles, was diese Maschine ausmacht. Die Reichweite, die Größe der Schaufel und die Grabkraft. Natürlich ist er langsamer als die kleineren Maschinen, aber dafür hat er auch eine wesentlich größere Schaufel und kann wesentlich mehr Erde bewegen. Für den 785er benötigt er 3 Schaufelladungen und für den 789er benötigt er 4. Bei Schichtbeginn mache ich zur Kontrolle einen Rundgang um die Maschine. Man schaut nach Unregelmäßigkeiten, etwas, was nicht in Ordnung ist. Durch 2 Türen kann man sogar in den Maschinenraum des Baggers und um die Motoren herumgehen. Trotz des harten Einsatzes erweist sich der 500-Tonnen-Bolide in Sachen Wartung als genügsam. Die Maschine wird regelmäßig gewartet. Hauptsächlich geht es dabei um die Zähne der Schaufel und die Schaufel selbst. Ab und zu ist auch noch mal was an den Hydraulikleitungen, aber sonst ist nicht wirklich viel zu tun. Die Kettenlaufwerke müssen relativ häufig gewartet werden, was aber klar ist, wenn man sich den Untergrund hier anschaut. Die Maschine ist jetzt 8 Jahre alt und hat mittlerweile 21.000 Stunden auf der Uhr. Die Motoren wurden nach rund 4 Jahren ersetzt, nicht weil sie defekt waren, sondern wegen der Betriebsstunden. Da die Lieferzeit für diese Motoren bei rund 3 bis 4 Monaten liegt, wurden sie vorab bestellt und dann in den nächsten Betriebsferien eingebaut. Man hat also die Motoren ausgetauscht, bevor es wirklich nötig wurde, um teure Ausfallzeiten zu vermeiden. Für Mark ist der RH200 auch nach 7 Jahren noch immer faszinierend. Es ist der beste Bagger, den ich bisher gefahren habe. Allein von der Kraft und der Geschwindigkeit, mit der er den schweren Fels bewegt. Ich kann wohl behaupten, dass ich den größten Bagger Europas fahre.
Wenn der RH-200 das Material oberhalb der Kohle abgetragen hat, kommt seine Verwandtschaft ins Spiel. Eine Flotte von RH-120 baut die Kohle ab und belädt damit eine Flotte von schweren Caterpillar-Muldenkippern. Der RH-120 ist unser Fotomodell für den Monat Januar. Auch wenn der 120er im Vergleich zum 200er eher kompakt erscheint, 1400 PS aus insgesamt 12 Zylindern bei 280 Tonnen Gewicht sind auch nicht zu verachten. Mit den gigantischen Mengen an Abraum plant man in Newcastle derzeit ein spektakuläres Projekt. Wenn die Arbeit hier abgeschlossen ist, wird der Tagebau wieder für die Land- und Forstwirtschaft rekultiviert. Außerhalb des Tagebaus werden wir eine Landschaftskulptur mit Namen Northumberlandia errichten. Die Skulptur wird die Form einer Frau haben, die auf einem Feld liegt. Im Prinzip also ein großes Kunstwerk, für das ein berühmter Landschaftsarchitekt verantwortlich zeichnen wird. Rund um die Uhr auf Sendung www.bauforum24.tv